Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Batman Arkham Knight in der Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Batman Arkham Knight. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist der vierte Teil der Batman Arkham Reihe. Nach Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Origins ist es der vierte Teil Arkham Knight. Wir haben hier eine riesengroße Box zu der Limited Edition. Der Pappschuber hat ehrlich gesagt schon etwas gelitten hier über der Box, aber der Inhalt ist 100% in Ordnung. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier die PS4-Variante. So sieht das Cover aus. Also hier oben lesen wir Limited Edition. Dann haben wir hier Batman abgebildet. Auch hier das Logo mit dem Schriftzug. Darunter lesen wir Arkham Knight. Und dann haben wir hier noch das Batmobil, wenn ich das richtig sehe. Ja, dürfte auf jeden Fall das Batmobil sein. So, das Ganze ist ab 18 Jahren. Hier haben wir dann noch die Beteiligten. Auf der rechten Seite lesen wir hier Be the Batman und haben hier die Skyline von Gotham City. Und auf der linken Seite lesen wir auch wieder Be the Batman. Und auf der Unterseite oder auf der Rückseite haben wir hier auf Deutsch und auf Englisch die Inhalte aufgelistet. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Artbook. Dann haben wir eine limitierte Batman-Statue, das neue 52 Skins Pack, Harley Quinn Story Pack DLC, Comicbuch und Steelbook. Ja, das alles hier in dieser Variante drin. Dann haben wir noch weitere Infos, die ganzen technischen Details und einen Barcode. Ja, von unten ganz einfach in diesem schwarz-dunkelgrau gehalten, so wie auch obenrum. So sieht das hier aus. Wir drehen das Ganze mal zur Seite, denn hier vorne geht das dann auf. Diese kleine Öffnung hier werden wir mal freimachen und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier noch Hinweise und zwar einerseits ein Hinweis bezogen auf die Statue und dann haben wir noch einen Hinweis auch wieder auf die Statue und zwar, dass man eben ein bisschen aufpassen soll, wie man das Ganze hier rausnimmt, wie man mit den Sachen umgeht, da sie entsprechend fragil sein könnten. Okay, so, als erstes kommt uns hier mal das Spiel entgegen, Batman Arkham Knight für die PS4, also das ist die reguläre Variante des Spiels. Dann haben wir hier einen Karton, der hier in diesem Schuber ist, deswegen würde ich sagen, wir ziehen als erstes mal den Schuber ab. Jawohl, und dann kommt uns dieser Karton hier zum Vorschein. Und zwar haben wir hier, Moment, haben wir hier einen weiteren Karton, der hier auch wieder in schwarz-grau designt ist. Wir lesen hier MMXV, also 2015, From a Grateful City in Memory of Gotham Knight. Also das heißt so viel wie von einer dankbaren Stadt in Gedenken an den Gotham Knight. Auf der Seite ist das Ganze hier überall in schwarz gehalten. Sieht aus, als wäre es irgendwie so fleckig oder dreckig, aber es ist tatsächlich hier Teil des Artworks, dieses Schwarz-Grau. Und auf der anderen Seite auch nochmal hier mit diesem schimmernden Batman-Logo und dieser Plakette. Ja, dann werden wir auch hier mal reinschauen, denn hier befindet sich, wie gesagt, der restliche Inhalt. Hier haben wir dann einen riesen Klotz an Styropor, den wir hier mal rausbefördern müssen. So, dann schauen wir mal, dass wir den hier irgendwie rausziehen können. Gar nicht so einfach. Aber ja, es funktioniert. So, diese Kartonbox ist nun leer. Hier ist nichts mehr drin. Packen wir zur Seite. Und machen auch gleich wieder den Schuber drüber.
wunderbar. Und hier geht's dann weiter. Das ist der weitere Inhalt. Und zwar, wir haben hier, wie gesagt, eine riesen Styroporbox. Zuoberst einmal das Steel Case zum Spiel. Dann haben wir hier einen Comic, Batman Arkham Knight. Und ein Artbook ist auch noch mit dabei. So, und das Styropor-Case, dieses Riesenteil, hier kommt natürlich auch nicht umsonst. Hier ist auch noch was drin. Hier, das ganze Styropor wurde auch nochmal gebrandet. Und hier kommt dann die Statue zum Vorschein. Jawohl, das ist die. Die werden wir auch mal rausbefördern. Wie gesagt, solche Sachen immer am besten nicht oben anfassen. Das war ja auch dieser Warnhinweis bei der Box. Sondern immer am besten irgendwie bei der Plattform oder so. Das ist am stabilsten, da bricht man nichts ab oder reißt irgendwas ab. Hier gab es zusätzlich auch noch Batterien drin, 3 Stück. Die habe ich jetzt hier nicht mehr drin gelassen, die habe ich jetzt separat. Schauen wir uns noch an. Aber die waren schon etwas alt und haben ausgesehen, als würden sie auslaufen. Deswegen habe ich die dann mal entfernt. Wir werden es dann mit 3 neuen Batterien probieren. Also die sind nicht jetzt standardmäßig drin gewesen, diese Batterien. Das waren andere. Nur zur Info. So, aber wir starten mit dem Spiel an sich. Deswegen packen wir die Statue nochmal kurz zur Seite. Und kommen zu dem eigentlichen Spiel. Das ist dieses hier, Arkham Knight. So sieht das aus. Hier lesen wir, was uns erwartet. Und zwar, während die vereinten Schurkenmächte von Gotham die Kontrolle über die Stadt übernehmen, entfesselt der dunkle Ritter das neue, transformierbare Batmobil im explosiven Finale der Arkham-Trilogie. Batman Arkham Knight ist das ultimative und umfassende Batman-Erlebnis. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das aus. Wir haben hier einerseits auf der linken Seite so Booklet und diverse Bonusinhalte. Und zwar haben wir hier einen 6 Monate gültigen Season Pass. Dann haben wir das Harley Quinn Story Pack. Die Scarecrow Nightmare Missions. Das neue Skins Pack. Und dann hier noch Info. Also es gibt ja auch eine Serie zu Gotham. Plus dann haben wir hier auch noch das eigentliche Booklet zum Spiel. Ja, gut, also das sind so die Bonusinhalte, die DLCs, die man hier mit beigelegt hat. Das Spiel an sich sieht so aus. Schauen wir es noch an. Das ist das Spiel. Also klassische Spieldisk. Und wenn man möchte, kann man das Ganze dann natürlich umziehen hier in das Steelbook. Das sieht so aus. Also hier Batman echt mächtig vor seinem Batmobil. Und hier sehen wir es nochmal in voller Pracht. Wenn wir das aufklappen, dann ergibt sich auch hier das Gesamtbild. Jawohl, so sieht das aus. Und das Steelbook kommt hier leer, weil hier kann man dann wirklich die Sachen von dem regulären Case einfach umziehen. Bedeutet hier dann Booklet etc. und hier die Spiele, die es reinmachen, wenn man möchte. Die sieht auf jeden Fall sehr heftig aus, so von der Optik. Hier ist auch keine Schrift oder irgendwelche störenden Elemente. Hier ist einfach nur das mächtige Motiv, sowohl des Batmobils als auch von Batman. Dann haben wir den Comic, das Comic-Heft. Das sieht so aus. Arkham Knight ist recht dünn. Aber wir haben hier einerseits mal die Infos, wer hier beteiligt war. Und hier geht es dann auch schon los. Also hier kann man dann nachlesen, was sich das ereignet hat. Mit wem Batman hier den Kampf aufnimmt. Hier ist unter anderem Harley Quinn mit am Start. Aber natürlich auch viele andere alte Bekannte. Und hier ist er dann, der Arkham Knight. Das Ganze ist übrigens auf Englisch, wie man sieht. So, hier endet das. Dann haben wir hier noch so Werbung und Infos zu anderen Produkten. Okay. Gut, soviel zum Comic. Dann haben wir noch mit dabei ein Artbook. Das kommt hier im Querformat. Hier auf der Vorderseite das Batman-Logo. Auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite: This is how it happened. This is how the Batman died.
So, hier nochmal die Brust von Batman und auch hier wieder das Logo so in Glanzoptik. Das Ganze kommt hier übrigens in so einem Einband, also das Ganze ist hier, das ist dann das eigentliche Cover. Sieht auch heftig aus. So, und dann haben wir hier eben entsprechende Designs und Artwork zu sehen. Also, was haben wir hier? Hier haben wir einmal so einen Einleitungstext von einem der Entwickler bzw. vom Director von Rocksteady Studios. Und hier dann jede Menge Fotos bzw. Designs zum Anschauen. Hier geht es los mit Environment, also die Umwelt hier in Arkham bzw. Gotham City. So sieht das aus. Da haben wir so die verschiedenen Schauplätze des Spiels. Unter anderem hier das Polizeihauptquartier, den Wayne Tower und so weiter und so weiter. Hier ist auch der Riddler. Da kommen wir dann noch. So, jetzt kommen wir zu den Charakteren. Genau, hier geht's los. Hier ist Scarecrow oder auch Harley Quinn, Catwoman, Poison Ivy, Two-Face und seine Gefolgschaft, Penguin und seine Leute, dann natürlich auch der Riddler, Firefly, Azrael, Commissioner Gordon, Oracle, Robin, Nightwing, also sowohl Verbündete als auch Feinde hier mit dabei. Und dann haben wir hier noch Technologie, die hier in Arkham eingesetzt wird. Also das ist ja der Arkham Knight, der hier mit jede Menge so Kampfmaschinen und Robotern und Drohnen kommt. Und jetzt im letzten Abschnitt geht es noch um Batman. So, hier haben wir dann noch sein Batmobil und auch den Batwing, sein Flugzeug. Ja, hier nochmal das gesamte Team von Rocksteady. Okay. Und hier nochmal ein fettes Bild zum Abschluss. Okay, soweit zu den Büchern bzw. zu dem Comicheft und dem Buch. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch die Statue. Das ist diese hier. Also hier in einem schwarz bzw. auch wieder dunkelgrau. Batman hier riesengroß auf den Dächern der Stadt. Hier lesen wir auch wieder Gotham Knight from a grateful city in memory of the Gotham Knight. Dann hier rundum wirklich die Skyline, die Wolkenkratzer der Stadt. Darüber dann eben Batman riesengroß hier mit dem Umhang. So sieht das aus. Und dann haben wir hier eben dieses Gebäude hier. Das können wir entfernen. Es hat hier so einen kleinen Magneten, dass es hier immer wieder sich von alleine so ausrichtet. Und wenn wir das hier freilegen, dann haben wir hier hinten einen Knopf, mit dem wir etwas aktivieren können. Das funktioniert jetzt noch nicht, weil noch keine Batterien drin sind. Deswegen schauen wir mal kurz auf die Unterseite. Hier haben wir auch wieder so Infos und Schrift. Und wenn wir hier öffnen, dann haben wir hier das Batteriefach. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, 3 Batterien reinzumachen. So, genau das werden wir jetzt mal machen. 1, 2, 3. Einmal, zweimal und dreimal. So, dann können wir hier wieder zumachen. Und dann haben wir hier hinten diesen Schalter und wenn wir den jetzt aktivieren, dann leuchtet das Ganze hier von unten. Also ist natürlich jetzt etwas, ja, oder nicht ganz so heftig, wenn man jetzt natürlich die Lichter abdreht, dann wirkt es natürlich noch krasser, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sehen hier, so quasi die Straßenschluchten, die sind hier beleuchtet und dann hat man hier von unten dieses Licht, dass auch Batman entsprechend noch besser in Szene setzt. Ja, nochmal drauf drücken, dann geht das Licht wieder aus. Dann können wir auch das Gebäude hier wieder dran machen, an Ort und Stelle.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Batman-Statue mit der Möglichkeit eben, dass sie leuchtet. Dann haben wir hier dieses Comic-Heft, Batman Arkham Knight. Das Artbook mit den ganzen Designs und Entwürfen. Das Steelbook zum Spiel. Und natürlich das Spiel in der regulären Variante mit den ganzen DLCs, mit diesen ganzen Download-Codes für zusätzliche Inhalte. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Batman Arkham Knight. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Batman Arkham Knight unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.